Das Tief, Axel, bringt ab heute Neuschnee und orkanartige Böen bis zu 130 Stundenkilometer. Besonders betroffen ist dabei die Alpennordseite, denn nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und im Osten ziehen dicke Wolken auf mit Schneeregen und Schneeschauern. Auch hier am Semmering schneit es bereits seit den Vormittagsstunden kräftig und das wird auch noch so anhalten bis zum Abend bzw. bis zum Donnerstagmorgen, denn hier werden bis zu 20 cm Neuschnee erwartet. Bis zum Wochenende dann hin soll es hier sogar bis zu 40 cm Neuschnee geben. Auch in anderen Teilen des Landes hält der Schnee weiterhin Einzug. Das heißt, in den flacheren Gegenden werden bis ungefähr bis zu 20 cm erwartet, auf den Bergen bis zu einem halben Meter Neuschnee bis zum Donnerstagmorgen. Doch das Tief, Axel, birgt auch so seine Gefahren, denn die orkanartigen Böen können natürlich zu Beeinträchtigungen führen. Das heißt, herunterfallende Äste oder umgestürzte Bäume auf den Straßen führen natürlich zu Problemen und müssen weggeräumt werden. Genauso kann es zu lokalen Stromausfällen kommen. Außerdem birken diese starken Winde natürlich oder führen dazu, dass es zu Schneeverwehungen kommt und die Lawinengefahr steigt auch bis zum Wochenende rapide an. Der kalte Nordwestwind lässt natürlich diese ohnehin schon kalten Temperaturen noch viel kühler erscheinen. So wird es dann die kältesten Tage am Freitag und Samstag bis zu minus 15 Grad kalt. In den Bergen kann es sogar bis zu minus 25 Grad kalt werden. Das heißt also, weiterhin dick anziehen, denn der Winter hält Einzug.